Hallo meine Lieben, so ich fange jetzt zum 100. Mal wieder an. Einen wunderschönen Donnerstagmittag wünsche ich euch. Ich habe jetzt gedacht, ich nutze mal die kleine Pause und melde mich mal bei euch, weil ich ja diese Woche auch noch gar kein Video gemacht habe und leider, leider, leider auch kein Hilfevideo diese Woche und nächste Woche anbieten kann. Nächste Woche wird auch das Live nicht stattfinden, weil einfach ich beschlossen habe, nächste Woche mich wirklich mal nur um meine Familie zu kümmern, bis auf Donnerstag und Freitag. Donnerstag ist ja der erste große Online-Vortrag und am Freitag um 11:30 Uhr habe ich gerade erfahren, dass ich dann einen Dreh mit RTL haben werde. Und ja, deswegen habe ich gesagt, das werde ich alles durchziehen, klar. Aber die restliche Zeit möchte ich mir auch einfach mal für meine Familie und für meine Kinder nehmen, die auf jeden Fall im Moment so ein bisschen zu kurz kommen und gerade diese Woche. Und deswegen habe ich gesagt, alles klar. Ich habe auch mich auf ein Experiment eingelassen, weil meine Kinder gesagt haben, Mama, du sagst immer, du nimmst das Handy nicht so oft in die Hand und nimmst es dann doch in die Hand. Das heißt, ich darf am Samstag und Sonntag, habe ich mich darauf eingelassen, morgens eine Stunde ans Handy und abends eine Stunde ans Handy. Also ihr seht, auch die Mamas werden noch erzogen. Und nein, Spaß beiseite, aber ich finde, die haben recht. Ich habe ja geschrieben, man kann auch von Kindern noch ganz viel lernen. Und meine Kinder haben recht, dass ich, ja, dass ich mich auch wieder mehr auf das normale Leben klar konzentrieren möchte und auch will. Und merke auch, also wir waren ja auch am Sonntag Fahrradfahren und merke einfach auch, dass mir das gut tut, einfach auch mal nicht am Handy zu sein und einfach mal die Zeit so für uns alle zu genießen, auch wenn ich jede einzelne Sekunde mit meiner Familie immer genieße. Aber ihr könnt euch das vorstellen, ich habe zwei pubertierende Kinder hier und das ist auch manchmal nicht immer einfach, ja, also alles andere wäre gelogen. Also auch dahingehend ist es eine schwierige Situation. Gerade pubertierende Kinder sind nicht leicht und wenn man da noch beides hat, Mädchen und Junge, ja, da kommt man manchmal an seine Grenzen und auch da komme ich an meine Grenzen und da muss ich natürlich auch immer mal gucken, dass ich da so die Waagschale halten kann. Ja, das ist das, was ich euch erstmal sagen möchte. Also wie gesagt, nächste Woche wird es dann gar kein Video von mir geben. Ich werde euch aber selbstverständlich noch den Link für das DRK, also das Deutsche Rote Kreuz, den Deutschen Roten Kreuz-Vortrag, werde ich euch noch schicken. Ihr könnt es gerne weiterleiten an jeden, den ihr möchtet, Familienangehörigen. Richter, Verfahrensbeistände, wenn ihr irgendwo beim Anwalt seid, könnt ihr dem Anwalt weiterleiten, einfach wenn die Menschen sich nicht so mit der Thematik auskennen, um einfach darüber noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ja, zum ersten Dreh kann ich sagen, das war Rhein-Main-TV. Das wird wohl Wochenende oder spätestens Montag zum Weltfrauentag ausgestrahlt. Hessischer Rundfunk habe ich gerade erfahren, die kommen jetzt tatsächlich dann und wir drehen für zwei Serien, einmal für den für den Main Tower und für den Kriminalreport. Also es werden zwei Folgen gleich aufgenommen. Ich glaube, dass der Kriminalreport am Samstag ausgestrahlt wird. Das heißt, die kommen dann und müssen es auch schon gleich in die Firma in die Firma, sage ich schon, in den Hessischen Rundfunk einsenden, damit das gleich bearbeitet und geschnitten wird, weil das morgen früh fertig sein soll. Und morgen kommt dann, also treffe ich mich dann mit Sat.1 und das wird am Montag um 17:30 Uhr ausgestrahlt in Sat.1 Live. Und RTL weiß ich noch nicht genau, wo es ausgestrahlt wird. Da sage ich euch dann noch Bescheid, wenn ich mehr Informationen habe. Ja, das ist jetzt erstmal so für die Woche. Es ist mal wieder so, dass ich komplett ruhig bin. Also ich kapiere es manchmal nicht. Ich bin so aufgeleiert gewesen heute Morgen. Ich bin auf der Arbeit alles hin und her gerannt und wusste überhaupt nicht, wo ich mein Ei hinlegen sollte. Und jetzt bin ich wieder die Ruhe in Person. Also manchmal kapiere ich da meinen eigenen Mechanismus auch nicht. Aber es ist halt so. Jetzt werde ich erstmal meine Kinder versorgen und dann geht es zum Außendreh und ich freue mich ganz, ganz doll. Und ja, wie gesagt, ich werde euch alles berichten, natürlich wie immer. Und ich habe gerade die letzten Tage wieder so unendlich viele Nachrichten bekommen. Und ich möchte euch sagen, dass jede einzelne Nachricht mir mega ans Herz geht, dass ich mega stolz bin auf mich, ich bin mega stolz auf euch, dass ihr das alles so annehmt. Und wenn ich euch
in irgendwas helfen kann oder wenn ich irgendwas thematisieren kann, auch gerade für die nächsten Wochen, dann lasst es mich wissen. Ich schreibe mir das dann alles auf und ja, ich freue mich einfach wahnsinnig, an eurer Seite zu sein und dass ihr auch an meiner Seite seid und es gibt mir unwahrscheinlich viel. Und ich freue mich, das alles tun zu dürfen und hoffe, dass ich ganz, ganz viele Menschen noch erreichen kann. Natürlich würde ich mir lieber wünschen, dass diese Zahl runtergeht, aber leider sieht das tendenziell danach aktuell nicht aus. Deswegen kann ich einfach nur hoffen, dass ich viele, viele Menschen erreiche und vielleicht auch ein bisschen präventiv arbeiten kann, nämlich dass es nicht mehr so ist, dass man sich fragt, was da los ist, sondern dass man sich schon im Vorfeld vielleicht fragt, könnte es sein, dass ich an so einen Menschen da gerate gerade. Das wäre natürlich die beste, optimalste Lösung, dass man das erkennen kann. Ja, das war es jetzt erstmal zu mir. Ich werde mich dann die übernächste Woche wieder mit einem Video melden. Ich denke, dass ich das Video, ich muss mal schauen, Mitte übernächster Woche dann einstellen werde. Ich glaube, ihr habt dann auch erstmal genug von mir gesehen, wenn das dann alles im Fernsehen gelaufen ist, wer mich da verfolgt. Ich glaube, das ist auch einfach ausreichend. Und ihr wisst, ich habe ja auch noch Projekte am Laufen, über die ich noch nicht sprechen darf. Die laufen ja auch noch nebenher. Und ja, deswegen ist das wirklich alles ein bisschen viel Zeit, die ich da investiere. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, stopp. Bis hierhin und jetzt ist Family Time und ich glaube, ihr versteht, was ich meine und dass ich auch immer mal ein bisschen Strom brauche, um meine Stromversorgung wieder aufzuladen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, genießt die Sonne, hier scheint die Sonne und ja, sonst gibt es nichts zu sagen. Vielen, 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 vielen Dank an euch alle. Eure Svenja, tschüss.